So Leute, sind wir beim nächsten Video. Diesmal Update-Video. Ihr seht, ich bin im Laden. Ich bin nicht oben in der Spielfläche, sondern unten im Laden selber. Weil oben wird aktuell aufgeräumt. Ich nehme das ein bisschen in advance vor auf. Und wir machen uns jetzt gerade bereit für den wieder in Spielbetriebgang. Und ich habe Bock. Ich kann euch sagen, ich habe richtig Bock. Und das wird sowas von cool, wieder mehr auch von Pre-Releases, FNMs oder auch größere Turnieren. Wobei das sehe ich noch nicht, berichten zu können. Da habe ich Bock drauf, die Update-Videos endlich wieder richtig coole Sachen zu erzählen. Nicht das, was ich diese Folge mache mit was war letzten Monat, was ist diesen Monat und den Kanal der Woche natürlich. Der Kanal der Woche. Was hatten wir letzten Monat? Letzten Monat hatten wir eine Menge Review-Sachen. Wirklich endlich wieder eine Menge Review-Sachen, was ich mega, mega cool fand. Alleine diese Boulder von Ultimate Guard, die Return-to-Earth-Boulder, mega geiles Teil, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Guckt da auf jeden Fall mal nach. Und ich habe Custom Playmat gereviewt. Gestern müsste das Video online kommen sein. Custom Playmat für eine eigene Playmat, die haben sie mir zugeschickt. Richtig cool. Ich kriege noch mehr Stuff. Es wird so cool wieder alles. Und so langsam merkt man, die Leute sind wieder bereit, rauszugehen, haben Spaß. Und das habe ich auch gemerkt, weil die Leute sind mehr draußen. Die Leute gucken weniger Videos. Das ist normal, das ist vollkommen okay. Und ich nehme das auch niemandem übel, der jetzt sagt, ja, Blackie, ich habe seit fast 3 Wochen nicht mehr geguckt, weil Arbeit, ich darf wieder raus, meine Kinder, bla bla bla. Alles gut, alles super. Genießt die Zeit, endlich wieder raus zu können. Aber natürlich mit Vorsicht. Ich habe noch ein paar Sachen gezeigt letzten Monat. Und zwar unter anderem auch die Game Modes aus Modern Horizons 2. Weil das Modern Horizons 2 Pre-Release war ja auch. Die Game Modes sind auch richtig cool. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt, auch wenn ihr sagt, normalerweise sagt so, Game Modes sind eigentlich nicht so mein Ding. Guckt euch die an, die sind richtig cool. Apropos Modern Horizons 2, wir hatten unser Pre-Release Battle. Und wir haben nächsten Monat, Spoiler, auch wieder ein Pre-Release Battle. Ja, fühlt sich ein bisschen doof an. Habe ich auch einen Blackie Talk zugemacht vor 2 oder 3 Monaten. Ich weiß gar nicht mehr genau. Dass eben wir zu viele Produkte haben. Und egal. Anderes Thema. Wir haben das Pre-Release-Battle gemacht und ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Yay, Modern Horizons 2 liebt mich. Ich habe ja auch eine Menge Booster diesen Monat wie immer aufgemacht und in diesen Boostern, Modern Horizons 2 liebt mich. Und auch, ich habe andere Booster auch aufgemacht, da merkt man, okay, die anderen Sets sind so meh. Aber Modern Horizons 2, das Set, das liebt mich. Das ist so geil. Bleiben wir beim Aufmachen. Ich habe auch noch einen Secret Lair Walking Dead aufgemacht. Es tut mir leid dafür. Aber ich habe es gesponsert bekommen von einem Kollegen, der gesagt hat, hier Blackie, mach das mal auf für deinen Kanal, zeig deinem Viewer mal, was alles da drin ist und ob man sich vielleicht nicht doch holen sollte. Und ich sage immer noch so, nein. Aber ich muss sagen, mir ist es egal geworden. Es ist nicht mehr annähernd so schlimm, wie es damals war und jetzt gerade mit Dungeons & Dragons vor der Tür einen angekündigten Secret Lair Commander für Warhammer und ach, ich kann da gar nicht mehr drüber meckern, weil ich bin es mittlerweile gewohnt. Auch aufgemacht haben wir ein 8. Edition 2-Spieler-Starter. Mega geiles Teil. Richtig cooles Teil. Und es ist halt so alt. Das stand damals bei uns in den Regalen, als ich angefangen habe, groß mich mit Magic in Läden mit auseinanderzusetzen. Das erste Mal so in den Laden reingegangen bin, um Magic zu spielen. Und nicht nur daheim bei einem Kollegen am Küchentisch. Beziehungsweise bei der Oma. Und es kam das Kaltheim Commander Deck, das zweite Commander Deck, was ich das coolere von beiden Commander Decks finde. Aber irgendwie bin ich da alleine. Wobei, wenn man in den Kommentaren nachliest, ich bin da nicht alleine. Die Leute verstehen es genauso wenig wie ich, warum das Ding so günstig ist. Weil es ist cool. Schaut euch das unbedingt mal an, wenn ihr auf blau-weiß Flicker steht. Das ist ein wirklich cooles Deck. Dann haben Gamery und ich noch ein paar Booster geöffnet. Und zwar Modern Horizons 2 Collector Booster, Draft Booster, Set Booster. In einer mittelmäßigen Qualität. Es tut mir leid, ist meine Schuld. Das Internet war an dem Tag einfach scheiße. Und aus dem guten Internet machst du halt sonst nichts. Dementsprechend trotzdem ist ein super cooles Video. Wir haben super krass gezogen. Wie gesagt, Modern Horizons 2 liebt mich, das Set. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, es ist super witzig geworden. Es macht wirklich Spaß, so zu zweit diese Booster aufzumachen und so ein bisschen drüber zu reden. So, hey, was hast du gezogen? Was habe ich gezogen? Und man freut sich auch für den anderen und ihr freut euch bestimmt für uns. Und super, super cool. Dann kam mein Blackie Talk. Blackie Talk. Nichts Besonderes mehr Magic. Ein Talk, wo ich drüber geredet habe, dass wir einfach viel zu viele Sachen haben, die jetzt einfach, ja, besonders sind, die nicht besonders sind. Einfach diese total generischen, super anderen Rahmen, Old Borders, nichts Besonderes mehr. Ich habe jetzt schon in den Kommentaren bei Radio Ravnica drüber geredet, dass ja jetzt theoretisch was Besonderes ist, wenn man einen weißen Border hat. Also könnt ihr ja den weißen Border wiederbringen, Wizards, und den auch zu Grund und Boden drucken. Wäre das nicht eine Idee? Also ich bin da ein bisschen hart mittlerweile,
ja, abgeturnt, sage ich ganz ehrlich. Und ich finde das gar nicht mehr so cool. Ich finde das gar nicht mehr so cool. Ich finde das wirklich nicht mehr so cool. Ja, dann hatten wir zwei Deck-Tags. Das eine war Usa Stompy, von dem ja auch eine Menge Gameplays hochkamen. Deswegen dachte ich, das habe ich noch gar nicht hochgeladen. Schicke ich euch mal nach. Und das zweite war Deadgail. Usa Stompy, ein blaues Artefakt-Kombo-Stompy-Deck. Und Deadgail, ein schwarz-weißes Stoneforge-Discard. Mittlerweile sogar Kombo-Deck, was super, super cool ist, weil man hat eine Kombo mit drin, die einfach im Deck super aufgeht. Und es ist so cool, das Deck. Mit den Decks kamen dann auch ein paar Gameplays, so Burn gegen Deadgail oder Usa Stompy gegen Colorless Post oder auch Deadgail gegen Soldier Stompy und noch ein Flux Stompy, was auch ganz cool war. Das waren so die Gameplays und für die Leute, die mir da noch nicht folgen, beziehungsweise uns da noch nicht folgen, fällt mir ein, wir haben die 100. Folge Radio Ravnica hochgeladen, auch wenn ich nicht bei allen 100 dabei war. Super cooler Podcast mit mir und dem lieben Gamery und wenn ihr gesagt habt, nach den Booster Openings, die wir immer wieder machen, oh, das ist total das coole Duo, habt ihr recht und geht mal bitte beim lieben Gamery auf den Kanal gucken. Da uploaden wir die Videos zu eben genau dem Podcast. Ihr könnt natürlich auch auf den ganz normalen Podcast-Catchern euch die ganzen Podcasts anhören, wenn ihr den halt lieber als Podcast hört. Aber da ihr das hier auch auf YouTube schaut, schaut ihr das andere vielleicht auch auf YouTube. Da könnt ihr, wie gesagt, beim lieben Gamery vorbeischauen und dort mal ein bisschen Liebe dalassen. Ja, das war alles, was so letzten Monat lief. Mal gucken, was diesen Monat so kommt. Ich weiß, dass ein paar Gameplay-Videos kommen, die richtig cool sind. Ein paar Deck-Tags, wo ich euch jetzt schon sagen kann, das nächste Deck-Tag ist wirklich was für die Budget-Spieler und wirklich was für die Leute, die ein moderneres Deck spielen wollen, sage ich mal ganz im Ernst. Wirklich ein cooles Deck-Tag. Das wird wirklich ein cooles Deck-Tag. Das andere Deck-Tag ist ein Deck-Tag, was ich schon länger von mir her am Schieben bin. Es tut mir leid dafür, aber das kommt auf jeden Fall auch. Das ist auch ein cooles Deck. Die Gameplays sind richtig cool. Ich kriege noch ein paar Sachen zugeschickt, die ich reviewen kann. Da bin ich halt mal auch drauf gespannt. Mal gucken, die müssten auch noch hochkommen. Und wir öffnen natürlich noch zwei richtig, richtig coole Sachen. Man muss dabei jetzt aber auch sagen, wir haben jetzt dann Juli. Und im Juli kommt ja auch schon Dungeons and Dragons Beyond Universe Magic nächstes Set raus. Ich hoffe mal, dass wir wieder einen Pre-Release-Battle machen. Genauso hoffe ich natürlich, dass eben Gamery und ich wieder unsere Booster öffnen. Das heißt, auch diesen Monat wieder eine Menge, Menge Content, was ich geplant habe. Und ich bin auch noch mit ein paar Firmen im Gespräch, vielleicht noch was an oder andere euch zu zeigen und euch mal zu reviewen und euch so mal ein bisschen darauf vorzubereiten, dass man jetzt wieder spielen kann. Und natürlich, natürlich haben wir ein ganz, ganz kleines offizielles Turnier geplant. Ganz, ganz kleines. Und davon werde ich euch auch berichten. Also im Laufe des Monats oder Anfang nächsten Monats tatsächlich. Und ja, was gibt es sonst zu sagen? Ihr werdet es nächsten Monat sehen, was noch alles kommt. Es wird keine großen Änderungen geben. Dementsprechend mal schauen. Was ihr auch schauen würdet, oh, dieser Übergang, ist auf jeden Fall den Kanal des Monats. Und der Kanal des Monats, und ich freue mich richtig, den announcen zu dürfen. Ich freue mich gerade richtig, grinse innerlich so total. Weil es ein Kanal ist, auf dem ich letzten Monat sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, weil auch echt viele Videos hochkam, dafür, dass der Mann eigentlich ziemlich beschäftigt ist oder beschäftigt sein sollte. Aber es kamen super viele Videos hoch mit super interessanten Themen, zwischendurch auch andere Dinge. Und ja, der Kanal des Monats ist Tim Soat. Tim Soat, ein Kanal, den ich kennengelernt habe, da war der noch relativ klein. Und er ist mittlerweile gut gewachsen, sag ich mal, wirklich gut gewachsen. Ist fast an genauso groß wie ich. Aber ich promote ihn einfach mal, weil es einfach ein super lieber Kerl ist und er hat eigentlich aktuell genug zu tun und haut trotzdem Video after Video after Video raus. Er hat bei der Pre-Release-Challenge mitgemacht und alle haben gesagt, oh, Tim gewinnt das. Tim gewinnt das immer. Tim hat es auch bisher immer gewonnen. Dieses Mal aber nicht. Aber er macht auch so viel mit Limited. Er ist aktuell für das Dungeons & Dragons Set ein eigenes System für Magic Dungeons & Dragons Rollenspiel Gedöns am Bauen. Ich will da nicht zu viel verraten. Er hat da selber ein Video zu gemacht. Schaut euch das mal an. Und der gibt auch Updates zu, wie das so läuft mit dem Pen & Paper, was super, super cool ist. Und das sind auch noch andere Sachen, die in dem Kanal wirklich laufen. Es sind auch Sachen wie Yu-Gi-Oh! Es sind auch Sachen, gerade wenn es im Bereich Anime, Manga und so weiter geht. Keine Frage. Für mich persönlich halt hauptsächlich, ja, Magic ist okay. Aber ich habe mit dem lieben Tim sogar schon Yu-Gi-Oh! Gespielt. Super lieber Kerl, super netter Mensch, macht super coolen Content und ist auch derjenige, der mir meine MTG Blackset Matte geschickt hat. Und er ist handgemalt. Und er hat auch mittlerweile bei der anderen Matte, die er gemalt hat, für Melniborn MTG, hat er auch ein Video dazu gemacht, wie er sie gemalt hat. Und auch da, so cool. Dieser Mann hat so viel auf dem Kasten. Nicht nur künstlerisch, nicht nur beim Pre-Release Battle Openings, sondern auch wirklich, wirklich einfach so als menschliche Person. Ein sehr interessanter Charakter. Und das ist auf jeden Fall Kanal des Monats. Tim Soat, guckt da vorbei. Es ist so ein cooler Kanal. Und ich habe echt eine Menge Zeit verbracht. Gut, ich habe auch viel nachgeholt gehabt, ehrlich gesagt, weil ich da echt nicht zugekommen bin. Aber ja,
hat funktioniert. Sagen wir es mal so. Und dementsprechend verabschiede ich euch. Ihr könnt bei Tim vorbeischauen. Links wie immer unten in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Update oder im nächsten Video. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.